Heute ist ein kleines Review über die Katapult V5 UT von True Knight. Hat so ein bisschen das Aussehen von so einer alten Stabhandgranate oder einer DM12. Aber zum Werfen ist sie trotzdem nicht gedacht. Bleibt dran! Die True Knight Katapult V5 kommt in einer solchen Kiste und in der Box befindet sich selbstverständlich eine Bedienungsanleitung, hier nochmal Ersatzdichtungsringe und ein Lanyard sowie die Taschenlampe mit einem Halfter. Der Halfter selbst hat hier eine riesige Schlaufe, mit der man sich das am Gürtel oder am Rucksack festmachen kann. Hier oben nochmal separat über einen Druckknopf gesichert mit einem Klettverschluss, dass man sich hier die Größe der Öffnung nochmal verändern kann. Ziemlich coole Geschichte. Die Taschenlampe selbst ist wieder aus Flugzeugaluminium hergestellt und hat hier vorne einen Edelstahlring, mit dem man also so richtig mal auch zuschlagen kann oder was kaputt machen kann. Über den unteren vorderen Knopf wird die ganze Taschenlampe eingeschaltet und über den oberen Knopf wird das Menü bedient. Hier hinten hat sie dann selbstverständlich die Löcher, wo ihr die Handschlaufe oder das Lanyard eben befestigen könnt. Die Taschenlampe wird hier mit einer LED, Cree XP LHI LED, befeuert 20 Jahre Lebensgarantie und erreicht bei maximaler Power 837 Meter in diesem Fall. Low bei 73 Lumen bei 1758 Minuten, Medium bei 310 Lumen bei 400 Minuten, High bei 580 Lumen bei 183 Minuten. Im Turbo, also im Höchstmodus, 1200 Lumen, da hat sie noch eine Brennzeit von 91 Minuten. Und beim Strobo hat sie ebenfalls 1200 Lumen bei 100 Minuten. Wie man sehen kann, hat die Taschenlampe hier vorne am Kopf auch ziemlich viele Kühllamellen. Also man braucht hier keine Angst zu haben, dass einem die Lampe nachher überhitzt. Man kann die Taschenlampe hier vorne aufschrauben oder hier hinten und werden dann mit zwei solchen 18650er Batterien befeuert. Die Verarbeitung ist gewohnt erstklassig. Hier sieht man nochmal schön die Dichtungsringe. Also hier braucht man wirklich keine Angst zu haben, dass da einem irgendwann mal das Wasser reinläuft. Die Taschenlampe selbst hat auch eine Sturzhöhe von 2 Metern. Aber wie wir aus den ganzen anderen Videos wissen, True Knight hält da locker das 3- bis 4- bis 5-fache aus. Ja. Was mir besonders gut an dieser Taschenlampe gefällt, ist, dass ich die tatsächlich gut auch für die Selbstverteidigung einsetzen kann. Ich sehe sie jetzt vielleicht nicht so sehr im Wald draußen, aber dafür zum Beispiel neben der Haustüre, in der Garage oder im Auto. Durch die Form, die ihr gegeben wurde, hat sie hier natürlich einen brutal guten Grip. Also hier kann sie die Lampe super festhalten und damit auch ordentlich zuschlagen und Schaden anrichten. Wie ihr gesehen habt, ist die Taschenlampe wirklich sehr führungsfreundlich. Sie liegt wirklich sehr gut in der Hand. Hier vorne lässt sie sich natürlich dann super festhalten, gerade für den Nahkampf. Ja. So habt ihr eine viel, viel größere Schlagwirkung, als wenn ihr einfach nur sie so in die Hand nehmen würdet und nur draufhaut. Ja. Von dem her, super Geschichte. Für die, die sich dafür interessieren, ich werde euch selbstverständlich einen Link zu dieser Taschenlampe unten in die Videobeschreibung packen. Also schaut da rein. Ich hoffe, das Video hat wieder einen kleinen Nutzen für den einen oder anderen. Wenn ja, dann lasst mir noch ein kleines Like da, bei Fragen unten kommentieren. Ansonsten hier noch 2 Videos, die euch gefallen könnten, schaut unbedingt auf meinen Social Medias vorbei. Da gibt es immer super Bilder. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, tschüss. Stefan.